Mit dem letzten großen Patch in Dragon Ball FighterZ wurden nicht nur alle Charaktere deutlich verändert und auch ein paar Fehler reingebracht, die mittlerweile wieder rausgepatcht werden, sondern es ist auch mehr oder weniger das Ende von Dragon Ball FighterZ wohl angekündigt worden. Was das alles bedeuten kann und wie die Zukunft von Dragon Ball FighterZ aussieht, das wollen wir heute ein wenig im Video besprechen. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video rund um die Zukunft von Dragon Ball FighterZ. Im Hintergrund seht ihr ein paar Matches von mir, wie ich gerade Teams ausprobiere, denn ich habe festgestellt, ich habe in den letzten drei Monaten, oder sagen wir es anders, ich habe drei Monate Pause fast gemacht, wo ich nicht wirklich intensiv gespielt habe und versuche jetzt wieder reinzukommen. Mein Skill-Level ist einfach irgendwo stehen geblieben und die Gegner haben sich alle weiterentwickelt und ich versuche gerade mit Krampf tatsächlich wieder dahin zu kommen, denn Dragon Ball FighterZ macht mir immer noch unglaublich Spaß. Was eigentlich krass ist, denn das Spiel bietet nichts anderes außer den Online-Modus, um wirklich langfristig Leute zu halten. Das sind ja auch viele Leute verstehen, die sagen, nee, Dragon Ball FighterZ ist nichts für mich. Das verstehe ich vollkommen. Aber was auch passiert ist, wir haben ja den großen Balancing-Patch gehabt. Deswegen probiere ich gerade so ein paar Teams aus und bin fast wieder bei meinem alten Team mit Piccolo, Gohan und Goku. Und im Hintergrund seht ihr so ein paar Testfights, die ich gemacht habe. Ich bin sogar wieder deranked worden von Super Saiyan Blue, bin jetzt Super Saiyan God, aber auch wieder. Nee, ich bin wieder Super Saiyan Blue geworden in ein paar Matches. Also ganz viel hin und her. Aber in diesem Video geht es halt wirklich um die Zukunft. Warum spreche ich das an? Als bekannt geworden ist, dass dieser große Patch kommt, wurde auch angekündigt, dass es der letzte große Balancing-Patch für 2019. Und wir haben gerade März gehabt, als der Patch aufgespielt wurde. Das bedeutet, dass die Entwicklung an Dragon Ball FighterZ erst einmal wohl gestoppt ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die DLC-Charaktere bekommen, die noch entwickelt werden. Aber ich persönlich habe gedacht, dass die eine Season rausbringen, also Season 2, die nur 6 Charaktere beinhaltet, wovon wir persönlich schon 5 kennen. Also die 2, die schon rausgekommen sind, Jiren und Videl. Dann Kid Goku GT, der jetzt wahrscheinlich Ende April kommen wird, zusammen mit einem zweiten, den wir noch nicht kennen. Das haben wir in einem anderen Video schon besprochen, wer es sein könnte. Und die beiden Charaktere, die aufgrund des Movies natürlich sofort angekündigt wurden. Super Saiyan Blue Gogeta und Cannon Broly nenne ich ihn einfach mal. Die werden noch reinkommen, aber es wird kein Balancing-Patch mehr rauskommen. Und das ist eine große Sache für ein Kampfspiel, denn gerade diese Balancing-Patches sind Sachen, die zeigen, okay, es wird immer noch weiter an dem Spiel gearbeitet und man will die Balance aufrechterhalten und hört auch Spielerfeedback und hat noch viel mit dem Spiel vor. Diese Aussage könnte jetzt so verstanden werden, das war's, Dragon Ball FighterZ ist vorbei. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Viele sagen, okay, das könnte bedeuten, sie arbeiten an einem Dragon Ball FighterZ 2. Das ist gar nicht so abwegig, um ehrlich zu sein. Dragon Ball FighterZ hat sich extrem gut verkauft. Auch wenn viele von euch sagen, das ist nicht euer Dragon Ball Spiel. Verstehe ich, habe ich schon gesagt. Nichtsdestotrotz, es hat es geschafft, verschiedene Leute dazu zu bringen, das Spiel zu kaufen. Zum einen Kampfspiel-Fans, die nichts mit Dragon Ball hatten. Dann Dragon Ball-Fans, die einfach Dragon Ball-Spiele grundsätzlich kaufen. Und auch noch Kampfspiel-Pros, also Leute, die wirklich Kampfspiele mit ihrem Lebensunterhalt spielen. Und es war auf der EVO eins der größten Spiele. Und es wird auch dieses Jahr wieder auf der EVO sein und wir haben halt wirklich eine kompetitive Szene rund um Dragon Ball FighterZ, was es bis dato nie wirklich rund um Dragon Ball Games oder grundsätzlich diese größeren Anime-IP-Games gegeben hat und das ist wirklich eine Riesensache. Deswegen glaube ich nicht, dass es einfach heißt, okay, wir lassen die Hände weg davon. Dragon Ball FighterZ 2 wäre meiner Meinung nach noch ein bisschen zu früh, gerade weil Kampfspiele eigentlich so, ja, ich sag mal, so einen normalen Lebenszyklus haben. Sie kommen raus und sie haben die Vanilla-Version, dann wird halt neue Charaktere reingebracht, dann wird sehr, sehr viel angepasst und ähnliches und irgendwann, so nach eineinhalb Jahren, gibt es so die Ultimate Edition, wo alles, was bis jetzt geändert wurde, nochmal, ja, als ein Gesamtpackage angeboten wird und dann arbeitet man mit Seasons. Im Normalfall hat man so 3-4 Seasons zumindest, wo eben immer neue Charaktere reinkommen, ein paar Spielmodi vielleicht dazukommen, ein paar Sachen angepasst werden, aber das ist so bei Street Fighter 5, üblich, das war bei Mortal Kombat üblich und auch bei anderen Games. Aber gerade diese Aussage jetzt, wir hören auf oder wir bringen keinen großen Balance-Patch mehr raus oder keinen großen Patch mehr raus, heißt eigentlich, okay, Dragon Ball FighterZ ist auf dem Stand, wo die Entwickler sagen, jetzt müssen die Spieler mit diesem Stand zurechtkommen bis zum Ende des Jahres. Sie haben nicht gesagt, dass sie gar nicht mehr dran arbeiten, sondern nur bis zum Ende des Jahres. Dragon Ball FighterZ 2 könnte natürlich so eine Sache sein, sie haben gemerkt, das Spiel ist gut angekommen, sie haben diese Basis für das Spiel schon da und arbeiten jetzt an einem zweiten Teil, weil sie vielleicht 2020 rausbringen und dann den kompletten Character-Roster vom jetzigen Teil plus viele, viele andere. Doch warum sollten sie es machen, wenn sie auch auf dem Grundspiel jetzt schon aufbauen könnten und einfach nur durch Season Passes immer wieder neue Charaktere hinzufügen?
Deswegen ist es für mich relativ schwer zu sagen, ein Dragon Ball FighterZ 2 wird schon kommen. Ich persönlich glaube eher, dass es so sein wird, dass sie zum Ende des Jahres tatsächlich so eine Ultimate Edition des Spiels rausbringen und dann sagen, okay, neue Seasons, die wirklich viel ändern. Warum wäre Dragon Ball FighterZ 2 nicht ganz so, ja, ich sag mal sinnvoll? Weil normalerweise, wenn man eine zweite Version von einem Spiel hat, gerade bei Kampfspielen, spielen sich dieselben Charaktere der ersten Version nie 100% gleich. Was meine ich? Goku Super Saiyajin. Es wurde jetzt durch unterschiedlichen Balancing-Patches wurde ja schon geändert. Durch den letzten Patch hat er zum Beispiel ganz neue Kombo-Strukturen und Möglichkeiten bekommen. Wenn wir jetzt ein Dragon Ball FighterZ 2 hätten, wäre alles, was ihr von Goku kennt, naja, vielleicht nicht alles, aber ich sag mal, im Normalfall 50% wäre nochmal anders. Er hätte andere Spezialattacken, er hätte andere Superattacken. Denn sie müssen irgendwo auch sagen, ja, wir machen einen zweiten Teil, weil wir auch Grundcharaktere verändern würden. Das Base-Roster wäre sehr wahrscheinlich komplett anders. Sie würden sehr wahrscheinlich wieder eine Story machen, vielleicht würden sie diesmal sogar die grundsätzliche Dragon Ball Story machen oder sich auf Dragon Ball Super konzentrieren. Und das könnten sie auch alles durch DLCs reinbringen und müssten nicht unbedingt jetzt sagen, wir bringen ein komplett neues Spiel raus. Klar können sie dadurch, dass sie ein neues Spiel rausbringen würden, plus DLCs auf diesem Spiel wahrscheinlich mehr Geld machen, aber Arc System Works ist nicht unbedingt nur dafür bekannt. Wobei, wenn man sich Guilty Gear anschaut, Guilty Gear hat, glaube ich, 4 verschiedene Versionen nacheinander bekommen, die alle Vollpreise gekostet haben, plus DLCs, aber es ist in Kampfspielen leider fast gewöhnlich. Meine Meinung ist, ich glaube eher, sie sagen, wir hören auf mit dem Patchen, arbeiten jetzt an einem richtig, richtig großen Update mit neuen Spielmodi, neue Charaktere und ähnliches und kündigen es aber erst zum Ende des Jahres an. Aber wenn sie Dragon Ball FighterZ 2 ankündigen, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es mir persönlich auch recht. Ich würde jetzt nicht sagen, nein, will ich auf keinen Fall haben. Ich finde, Dragon Ball FighterZ hat sich wirklich etabliert und ich freue mich zu sehen, wohin diese Franchise geht. Ich hoffe, dass diese Franchise nicht nur eine einmalige Sache war, sondern dass es wirklich einfach nur der Anfang war von richtig guten Kampfspielen. Ich könnte mir auch vorstellen, und das war ja auch schon mein Wunsch, als Dragon Ball FighterZ angekündigt wurde, dazu habe ich damals ein Video gemacht, dass sie jetzt sagen, okay, Dragon Ball FighterZ ist so gut angekommen, Jump Force ist eigentlich so schlecht angekommen. Warum geben wir Arc System Works nicht die Möglichkeit, an einem ja, Crossover-Spiel selber zu arbeiten? Sowas wie Marvel vs. Capcom, aber dann Anime All-Stars mit den Dragon Ball FighterZ Mechaniken. Das heißt, dass sie jetzt sagen, okay, wir hören auf, an FighterZ zu arbeiten. Dafür kommt aber 2020, ich nenne es einfach mal Don Battle Arena, ihr kennt es, Dragon Ball One Piece Naruto Battle Arena, wo man halt von diesen ganzen Universen 3 Charaktere wählen kann und dann halt diese 2D-Kämpfe macht in diesem Dragon Ball FighterZ-Style. Das wäre auch eine richtig, richtig coole Sache. Sehr unwahrscheinlich leider, da wir gerade Jump Force erst bekommen haben. Aber wenn das so der Fall wäre, so eine wirklich Marvel vs. Capcom-Kopie im Anime-Universum mit den größten Animes, vielleicht sogar mit Bleach, gib mir ein Bleach-Kampfspiel, gib mir irgendein Bleach-Spiel auf der PS4, ich freue mich, ich würde mich so darüber freuen. Das wäre auch, für mich persönlich wäre das Himmel auf Erden, da würde ich auch wieder eine 300€ Collector's Edition bestellen, das wäre mir scheißegal, weil ich wüsste, Arc System Works, was dabei rumkommt, das muss genial sein. Das ist jedenfalls meine Meinung zu dem ganzen Sache. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, was ihr denkt und was euch lieber wäre. Sagt ihr lieber, nee, Dragon Ball FighterZ 2 wäre euch lieber, wenn sie sagen, wir fangen von Grund auf neu an, neuen Roster, neue Charaktere, neue Spielweisen, neuen Story-Modus, neue grundsätzliche Möglichkeiten, das heißt auch neue Spielmodi im Allgemeinen, weil sie eben aus Dragon Ball FighterZ 1 gelernt haben. Oder sagt ihr, nein, es wäre cooler, wenn sie bei Dragon Ball FighterZ bleiben und es einfach immer weiter erweitern und ihr seid trotzdem bereit, zum Beispiel mit DLC das Ganze zu unterstützen. Schreibt es gerne unten rein, ich bin sehr gespannt. Ich gehe dann wieder ein bisschen trainieren, damit wir am nächsten Stream wieder ein bisschen Spaß haben können und freue mich selbstverständlich auf eure Kommentare und Meinungen. Ihr könnt euch auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball FighterZ Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.